Abend, liebe Patinnen und Paten. Herzlich willkommen zu unserem Planabend. Und auch herzlich willkommen an alle Interessenten, die Plan noch nicht kennen. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Planabend, der das erste Mal digital stattfindet. Mein Name ist Jette Schulz-Süchting. Normalerweise kommen wir zu Ihnen in Ihre Region, um dort einen Planabend zu halten. Aber aufgrund von Corona haben wir uns umentschlossen und machen diesen ersten Planabend als Livestream. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer Premiere. Mein Name ist Inga Mathiesen. In unserem Livestream sehen wir heute, was Corona für die Menschen in unseren Projektgebieten bedeutet. Als erstes möchte ich mich aber ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Beteiligung. Wir hatten ja dazu angeregt, dass Sie uns Themen und Wünsche, Fragen schicken können und das haben Sie auch zahlreich getan. Später, wenn wir Zeit haben, auf Ihre Fragen einzugehen, natürlich nur auf einen Teil, denn wir haben natürlich nicht so lange Sendezeit. Sie haben jetzt aber auch die Möglichkeit, wenn Sie noch Ideen haben, Dinge, die Sie noch Fragen, die Sie noch stellen möchten, haben Sie die Möglichkeit, uns jetzt auch eine E-Mail zu schicken. Und da haben wir eine E-Mail-Adresse für Sie, das ist www.plan.de/plan-abend. Ist ein bisschen sperrig, aber wir blenden diese Adresse auch immer wieder ein, wenn Sie da jetzt nicht mitgekommen sind. Ja, viele von Ihnen haben bestimmt den Wunsch, Informationen zu hören aus den Projektländern, wo Sie Ihre Patenkinder haben. Wir sind ja in über 50 Ländern tätig und können kaum Beispiele aus allen Projektländern bringen. Wir haben aber ein paar Beispiele mitgebracht und ich hoffe natürlich sehr, dass das Land dabei ist, was Sie am meisten interessiert. Außerdem haben wir heute Gäste dabei, die ich ganz kurz vorstellen möchte. Später kommt Frau Maike Röttger dazu, die Vorsitzende der Geschäftsführung. Aber als erstes darf ich schon mal kurz vorstellen, das ist hier Herr Rüdiger Schöch, Teamleiter für Humanitäre, den wir auch ein paar Fragen stellen im Laufe der Sendung. Und wir haben auch während der Sendung eine Live-Schaltung in ein Projektland nach Guatemala. Dazu kommen wir aber auch später. Plan International stellt als Kinderhilfswerk natürlich die Kinder ins Zentrum seiner Arbeit. Einen ganz besonderen Fokus legen wir aber auch gerade auf die Mädchen, weil diese noch immer stark benachteiligt sind. Als Einstieg in unseren heutigen Abend sehen wir jetzt ein kurzes Video, in dem uns Mädchen ihre Eindrücke, ihre Gefühle zum Alltag unter Corona zeigen. Living in a congested area where majority of people living here are very poor. Sichiyalo abazali kumbe mina ngicine sengithi umntana nami njengoba ngilomntwana. Pues no me siento tan bien porque me preocupa la situación económica de mi familia. Corona kamata bwala be lela yametaw lut befit timirti bete hej naber ahun gna hejdu. Eh yani sahbati أكيد ولمعلمات ويعني خايفي مثلاً إنه هالمستقبل يضيع منا أو شيء لا سمح الله. Hay algo que me preocupa, que es la violencia hacia las mujeres y a las niñas. The day when lockdown was announced, I was on my first day of periods. I was more worried that there would be shortage of sanitary napkins. I'm also worried about what will happen next because no one really knows that yet. En mi comunidad apoyamos a las personas que más lo necesitan con víveres. Mamá y yo decidimos hacer mascarillas en nuestro tiempo libre, pues nos enfocamos a repartirlos a las personas que más lo necesitan. Zorg voor jezelf en dan zorg je ook het beste voor anderen. En nog belangrijker, vraag echt hulp als je het nodig hebt. Just connecting with people, which is really, really good for your mental health. And let's stay safe, let's wash our hands, let's avoid touching our faces. Dit gaat een keer eindigen. Deze situatie komt tot een einde. Het lijkt alleen op dit moment heel erg ver weg. Just breathe out through this together and think about the positive things. Les recuerdo algo. Las distancias desaparecerán y los abrazos volverán. Das Coronavirus breitet sich auf der ganzen Welt aus.
Täglich, manchmal sogar stündlich, erfahren wir neue Informationen über Zahlen Infizierter, über Ansteckungswege, über Schutzmöglichkeiten oder Ausgangsbeschränkungen. Das kennen wir jetzt alle. Viele Menschen weltweit fühlen sich dadurch sehr verunsichert. Ja, man fragt sich, wie kommen eigentlich die Familien vor Ort damit zurecht, mit dieser Situation? Und können sich eigentlich die Familien frei bewegen? Stimmt, das ist in einigen Ländern wirklich sehr, sehr schwierig. Da gibt es sehr strikte Ausgangsbeschränkungen. Die Familien müssen zu Hause bleiben, niemand darf raus. Das wird manchmal sogar mit Militärgewalt und mit der Polizei durchgesetzt. Und das Schlimme daran ist, die Menschen können zum Beispiel auch nicht zur Arbeit gehen. Ja, wir haben eine Prognose gehört, dass bis Ende 2020 sogar 13 Millionen Menschen nur durch Corona allein ihren Job verlieren. Und übrigens vor allem Frauen. Ja, viele Menschen leben von dem, was sie täglich verdienen, Tagelöhner. Mhm. Wir kennen das vielleicht vom Urlaub oder die Menschen, die wir oftmals am Straßenrand sehen, Rikscha-Fahrer, einfache Stände, die Gemüse verkaufen, Kleinbauern oder auch Fischer. Mhm. Diese Menschen verdienen so viel Geld, dass sie gerade ihre Familie durchbringen können. Sie haben keine Möglichkeit, Geld zurückzulegen. Jetzt fällt dieser Verdienst weg und sie haben fürchterliche Existenzängste. Und hinzu kommt, dass diese Menschen eben auch sehr eng zusammen leben. Also wir haben ja gehört, dass die Frauen vor allem ihre Jobs verlieren, die im informellen Sektor tätig sind, in der sogenannten Schattenwirtschaft. Ja. Das hat auch zur Folge, dass wir eine enorme Zahl derer haben, die Hunger leiden. Man geht davon aus, dass circa knapp 300 Millionen Menschen Ende des Jahres an Hunger leiden. Mhm. Das sind übrigens doppelt so viele wie 2019 noch. Eine wahnsinnige Zahl, ja. Wenn man fragt sich ein bisschen, wie können sich denn nun die Familie explizit vor Corona schützen? Ja, das ist in vielen Gebieten einfach wirklich ganz, ganz schwierig für diese Familien. Oft gibt es keinen Zugang zu sauberem Wasser oder nur sehr, sehr begrenzt. Und wir haben ja eben gehört, dass die Einkünfte wegfallen dieser Familien. Das heißt, sie können sich auch keine Seife oder andere Hygienemittel, Desinfektionsmittel oder Ähnliches leisten. Und ich hatte das eben schon mal angetickt, sie leben sehr beengt zusammen. Das heißt, Abstand halten geht gar nicht. Ganze Familien leben in einer Einzimmerunterkunft, dicht an dicht, in städtischen Slumgebieten. Das kennt man vielleicht auch von Berichten aus dem Fernsehen, stehen diese Häuser dicht an dicht mit nur so einem ganz kleinen Weg dazwischen. Das heißt, sie können sich nicht aus dem Weg gehen und diesen notwendigen Abstand halten. Und ein Punkt, den ich wirklich sehr beängstigend finde, das ist, dass dieses Eingesperrtsein der Menschen zusammen auf kleinstem Raum und diese Existenznöte dazu führen, dass es zu stärkeren Spannungen in den Familien kommt und dass die häusliche Gewalt stark ansteigt und auch sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern und Frauen. Ja, dafür und davon werden wir noch ein bisschen was erfahren heute, aber in der Tat ist das ein Riesenproblem. Die jungen Frauen, die Mädchen sind isoliert. Man sagt sogar, dass seit dem Lockdown schon allein in Lateinamerika die sexuelle Gewalt um 20% zugenommen hat. Eine enorme Zahl. Ja, Schulen sind geschlossen und 1,5 Milliarden Kinder und Jugendliche sind zu Hause, nicht raus. Allein die Hälfte davon sind Mädchen. Und es ist sehr stark zu befürchten, dass ein Großteil von diesen Mädchen nicht mehr zur Schule zurückkehrt, weil sie im Haushalt helfen müssen. Ja, und aufgrund dessen wird übrigens auch erwartet, dass in den nächsten 10 Jahren zusätzlich 13 Millionen Kinderehen geschlossen werden. Also Kinderehen sind Frühverheiratung, alles unter 18 Jahren, muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Und es kommt hinzu, dass ungefähr 15 Millionen weitere ungewollte Schwangerschaften befürchtet werden weltweit. Unter anderem übrigens auch, weil die Mädchen im Moment während des Lockdowns gar keinen Zugang haben zu Verhütungsmitteln. Ja, insgesamt kann man da nur sagen, es ist eine sehr angespannte Situation. Besonders für Mädchen und Frauen wird es wieder viel schwieriger werden, aus dem Kreislauf der Armut auszubrechen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Richtig. Rüdiger, da kommen wir doch gleich mal zu dir als unserem ersten Gast. Dir würde ich gerne eine Frage stellen.
Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Das hat ja super geklappt. Sehr gerne. Ja, du bist ja Teamleiter für humanitäre Hilfe bei Plan Deutschland und normalerweise ja oft im Einsatz direkt vor Ort bei uns in den Projektgebieten. Und nun geht das ja leider nicht aufgrund der Reisebeschränkungen und nur von Deutschland aus kannst du agieren. Rüdiger, wir haben ja eben von den Herausforderungen schon gehört, wie die Menschen durch Corona. Inwiefern leistet denn Plan vor Ort Nothilfe und was sind denn wohl unsere Schwerpunkte dabei? Ja, also da gibt es natürlich die offensichtlichen Bereiche. Da geht es um Gesundheit und Hygiene, ja. Wasserversorgung, wo wir zum Beispiel eben Aufklärung über die Infektionswege leisten oder auch mit Handwaschstationen oder Hygienematerial die Menschen versorgen. Da gehören aber auch andere Bereiche dazu, wie zum Beispiel die Bildung. Wir haben gerade ein paar Zahlen dazu gehört. Dazu gehört auch die Ernährungssicherung für Familien und gerade auch schwangere Frauen, die vielleicht jetzt keinen Zugang zu Nahrungsmitteln haben, wo man direkt Nahrungsmittel verteilt, gegebenenfalls. Wo wir aber auch für Einkommensmöglichkeiten sorgen und im Zweifelsfall durch Bargeld oder Gutscheinhilfe eben unterstützend tätig werden können. Und bei all dieser Hilfe nehmen wir also zwei Gruppen von Menschen ganz besonders in den Fokus. Das sind einmal Flüchtlinge und Binnenvertriebene, die einfach zusätzlich zu allem anderen noch durch das Wegfallen von sozialen Unterstützungsstrukturen größere Risiken haben und Frauen und Mädchen. Und wir haben das gerade gehört, wie viele und vielfältig die Risiken dort sind. Deswegen ist ein großes Schwerpunktthema für uns auch sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Und das beinhaltet ja auch den Kinderschutz. Ne? Wir sind ja auch sehr im Fokus darauf fixiert, dass wir den Kinderschutz einhalten, beziehungsweise dass wir quasi die Rechte für die Kinder auch versuchen zu gewährleisten, dass sie Räume bekommen, psychosoziale Unterstützung auch in diesen, wie du sagtest, Vertriebenen, also für die Vertriebenen, auch für die Flüchtlinge vor Ort. Genau, Kinderschutz ist ein absolutes Kerngeschäft bei uns und das geht eben davon, die Gemeindekomitees oder auch die Eltern zu unterstützen oder auch direkt psychosoziale Unterstützung zu leisten zum Beispiel. Ja, danke erstmal an dieser Stelle. Inga würde uns jetzt einen Überblick geben zu Asien. Danke dir. Ja, in Asien. Erste Covid-Fälle gab es schon im Januar in Asien. Das zunächst schwer betroffene China, da sinken die Fallzahlen jetzt. Dafür gibt es einen rasanten Anstieg in Ländern wie Indien, Bangladesch, Indonesien und den Philippinen. Vielerorts gibt es starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens und Reisebeschränkungen. Und wir haben sicherlich alle noch die Bilder vor Augen von den indischen Wanderarbeitern, die zurück in ihre Dörfer wollen. Schulen sind größtenteils geschlossen, als Beispiel in Bangladesch, voraussichtlich noch bis Mitte September. In Vietnam gab es weniger Fallzahlen und darum konnten dort die Schulen schon seit Mai wieder geöffnet werden. Natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Manche Länder erreicht Corona zusätzlich zu anderen Katastrophen. Indien und Bangladesch gab es Teile, die durch starke Überschwemmungen betroffen waren oder auch durch Heuschreckenplagen. Schauen wir uns mal ein paar Hilfsmaßnahmen von Plan an in Asien. In Thailand beispielsweise arbeiten wir im Norden von Thailand. Drumherum liegen Laos und Myanmar. Und so gibt es in dieser nördlichen Region eine ganze Anzahl an Menschen, die ohne thailändische Staatszugehörigkeit sich in Thailand aufhalten, die aus den Nachbarländern gekommen sind. Dadurch haben sie leider keinen Anspruch, keinen Zugang zu der staatlichen Hilfe, die geboten wird. Plan versorgt deswegen gerade diese Familien mit Lebensmitteln. Teile von diesen Projektgebieten sind von starker Dürre betroffen zusätzlich und Plan hilft dort mit sauberem Wasser. In Myanmar verteilt Plan Mobiltelefone und SIM-Karten an Kinderschutzbeauftragte. Denn dadurch können sich Kinder und Jugendliche auch im Lockdown bemerkbar machen, wenn sie Gewalt und Missbrauch ausgesetzt sind und Hilfe beanspruchen.
Auf den Philippinen verteilen wir lebenswichtige Hygieneartikel und Lebensmittelgutscheine, das haben wir eben schon gehört, und leisten in diesem Fall auch ausnahmsweise Bargeldnothilfe für Patenkindfamilien. Denn auch hier haben viele ihre Einnahmequellen verloren und haben eben keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung. Ich möchte Ihnen jetzt ein ganz praktisches Beispiel aus einem Projektgebiet mitbringen. Das ist ein Patenkind, das sich in der Corona-Zeit für seine Gemeinde engagiert. Und zwar ist das die 14-jährige Razia aus Bangladesch. Ja, die Lage in Bangladesch ist kritisch. Anfang März gibt es einen ersten Corona-Fall dort. Seitdem ist die Zahl rasant angestiegen. Ende Mai waren 30.000 Bangladeschis betroffen. Inzwischen sind es sogar 165.000 Menschen, die positiv getestet wurden auf das Virus. Die Schulen sind geschlossen und das betrifft eben auch Razia, die jetzt nur zu Hause lernen kann, alleine und ohne Unterstützung. In ihrer Gemeinde nimmt sie an einer Mädchengruppe teil, die von Plan ins Leben gerufen wurde. Und durch diese Gruppe und durchs Fernsehen wurde sie über das Virus, das Coronavirus informiert und wie gefährlich dieses für die Menschen ist. Und aber auch darüber, wie sie sich davor schützen kann und andere Menschen in ihrer Gemeinde. Eine wirksame Maßnahme ist das häufige Händewaschen, aber auch das Tragen von Masken. Und Razia ist sich ihrer Vorbildrolle als Patenkind sehr bewusst. Sie sagt selber, als Patenkind bin ich Botschafterin für meine Gemeinde und unsere Region. Ich bitte meine Familie, meine Freunde und Nachbarn inständig zu Hause zu bleiben, draußen Masken zu tragen und sich regelmäßig die Hände zu waschen, um sich vor dem Virus zu schützen. Und ihre freie Zeit, die sie jetzt durch das Zuhause-Sein gewonnen hat, die hat sie sehr gut genutzt. Sie hat ihre Mutter gebeten, ihre Mutter ist Schneiderin, hat ihre Mutter gebeten, ihr zu zeigen, wie sie aus Stoffresten Masken nähen kann, Schutzmasken, damit möglichst viele Menschen sich in ihrer Umgebung eben schützen können. Hat sie schon 300 Masken genäht und sie an Familie und Nachbarn und Freunde verteilt. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Engagement für Solidarität und Gemeinschaft. Und das ist so wichtig für unsere Arbeit vor Ort. Da habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich, Rüdiger. Wir haben ja eben gehört, dass Razia über den Mädchenclub und über Fernsehen informiert wurde über Corona. Wie machen wir das als Organisation so ganz generell, die Menschen im Moment darüber zu informieren, gerade weil es ja so wichtig ist, Abstand zu halten? Ja, das muss ganz unterschiedlich vor sich gehen. Der beste Weg ist natürlich immer noch persönlich, die persönliche Ansprache. Und wo das möglich ist, tun wir das auch. Gegebenenfalls natürlich mit angepassten Methoden, zum Beispiel in kleineren Gruppengrößen oder wir gehen von Haus zu Haus. Der persönliche Kontakt ist auch deswegen wichtig, weil das Vertrauen eine große Rolle spielt. Denn wir sprechen ja von sehr sensiblen, teilweise wirklich auch lebensnotwendigen Informationen, von Mythen und Fehlinformationen, gegen die wir angehen müssen. Und da ist es eben immer noch der beste Weg. Wenn das nicht möglich ist, dann arbeiten wir, soweit es geht, mit von uns geschulten Personen, die vor Ort sein können, Gemeindehelfer, Gesundheitsberater, oder auch Partnerorganisationen, die eben direkt vor Ort noch tätig sind. Und im Fall, wo tatsächlich wir bestimmte Gebiete nicht erreichen können, nicht mehr oder sowieso nicht, setzen wir stark eben auch auf Medien, die über die Distanz tragen. Also wir setzen Radioprogramme ein, wir haben vom Fernsehen gehört, wir bespielen die sozialen Medien, die uns bekannten, aber auch die lokal entsprechend populären. Und wir verteilen Flyer, Plakate, Lautsprecherwagen. Also da kann man kreativ werden. Ja, Kreativität ist wichtig bei dem Job. Super, vielen Dank. Jetzt kommen wir mal zu Afrika. Jette, wie sieht es dort aus? Ja, zu Afrika kann ich sagen, dass in den Planprogrammländern die Fallzahlen von mit den Corona-infizierten Menschen glücklicherweise noch nicht so hoch sind. Noch nicht so hoch. Am stärksten betroffen sind bisher Ägypten, Ghana und Kamerun. Man geht allerdings davon aus, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt, denn es gibt kaum Testmöglichkeiten im ausreichenden Maß und das betrifft halt die meisten Länder in Afrika.
in einigen Ländern Westafrikas, das sind vor allem die Länder, die um den Tschadsee herum sind, herrscht zudem noch eine sehr schlechte Sicherheitslage, da dort Terrororganisationen sehr aktiv geworden sind und politische Auseinandersetzungen stattfinden. Das erschwert das Ganze natürlich auch in den Ländern. Ja, wir haben Ihnen Beispiele mitgebracht, nicht nur für Asien, sondern natürlich auch für Afrika. Und da würde ich ganz gerne ein Beispiel bringen aus Sierra Leone. Dort verteilt Plan an die Patenkindfamilien Nutztiere, zum Beispiel Rinder oder Ziegen, um die Ernährungssicherheit dort zu gewährleisten und natürlich auch, um den Familien ein Haushaltseinkommen um sie darin zu unterstützen, weil sehr viele Familien doch auch in wirtschaftliche Nöte in Sierra Leone geraten sind. Und ein weiteres Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht aus Burkina Faso, wie sich dort Plan quasi aktiv zeigt. Und zwar machen wir dort Radiokurse für Schüler, die in Prüfungsklassen sind und den Stoff nur über diese Radiokurse bekommen können, weil ihre Eltern Analphabeten sind und sich oder sie diese Kinder eben auch nicht unterstützen können. Und ein anderes Beispiel wäre Äthiopien, was ich Ihnen noch mitgebracht habe. Dort ist ein großer Mangel an Schutzkleidung, vor allem in den Gesundheitsstationen, zu verzeichnen. Und gerade diese Gesundheitsstationen brauchen diese Hygieneartikel und diese Schutzkleidung auch, um das wiederum an die Gemeinden weiterzugeben, sodass Plan den Fokus darauf gelegt hat, in Äthiopien diese Gesundheitseinrichtungen mit Hygienematerialien auszustatten. Wir haben dort in Äthiopien auch Handwascheinrichtungen. Das sind sogenannte Tipi-Taps. Ein sehr netter Name ist das, Tipi, weil es von sozusagen, weil der Fuß da dran tippt, und Tap ist das Wort für Wasserhahn auf Englisch. Tipi-Tap kann man sich gut merken. Und ja, ich würde da ganz gerne nochmal, genau, wolltest, glaube ich, die Frage stellen. Ne? Genau. Ja. Eine Frage würde ich da an Rüdiger weitergeben. Wir arbeiten ja viel mit diesen Tipi-Taps. Was ist denn, oder was macht sie deiner Erfahrung nach so erfolgreich? Was ist das besonders Gute daran? Ja, sie sind einfach und aufgrund der beschriebenen Arbeitsweise auch sehr wirksam, wegen der kontaktlosen Benutzung tatsächlich. Sie können auch günstig und leicht aus jeweils lokal verfügbaren Materialien hergestellt werden und dadurch können wir einfach eine hohe Reichweite erzielen, sehr schnell. Also sprich, wir können viele Menschen mit Handwaschmöglichkeiten versorgen. Ja, super. Sehr, sehr gut. Ja, ein weiteres Land habe ich für Sie aus Afrika mitgebracht und da kommen wir jetzt zu Kenia. In Kenia haben auch durch die Corona-Krise inzwischen schon 300.000 Menschen ihren Job verloren. Und das hat Auswirkungen im Prinzip auf 3 Millionen Menschen, die nämlich davon abhängig sind. Auch in Kenia müssen die Mädchen in vielen Gemeinden eine enorme Menge an Haushaltsarbeiten machen, während die Jungs meistens davon befreit sind. Und das hat ein großes Risiko, denn dort findet sehr viel Ausbeutung statt gegenüber den Mädchen und auch die häusliche Gewalt nimmt dort rasant zu. Wir sehen jetzt einen kurzen Film, den wir Ihnen mitgebracht haben, und zwar von Franziska. Franziska ist eine Plan-Mitarbeiterin in Kenia und sie hat uns erzählt, welcher harten Realität die Mädchen in Kenia ausgesetzt sind und was Plan tut, um diesen Mädchen zu helfen. Greetings from Plan International Kenya. My name is Franziska from Machakos Program Unit, working as a project officer and as a safeguarding for couples. During the COVID-19 pandemic, we have seen increased child rights abuse, especially those affecting girls. First, we have witnessed increased cases of teenage pregnancies. This is because schools have been closed and many girls are at home with minimal supervision. Some of them are engaging in transactional sex so that they can get money to buy sanitary towels and other basic necessities. This is because some of their parents are not able to afford things.
We are experiencing many reported cases of defilement where girls are being exposed to sexual abuse, mainly arising from their male family members like their uncles, their cousins, and sometimes their stepfather. So much that girls born out of wedlock are not only being abused sexually, but also physically. Despite this, at Plan International Kenya, we are reaching out to our girls and offering them opportunities to share their concerns. We have introduced virtual mentorship where girls and boys are able to engage and learn more on COVID-19 as well as how to protect themselves. We have linked them to community structures like community health volunteer where they can report some of abuse cases. We have also shared some reporting lines like 116 where they can reach out for help. We have identified girls that have been affected by sexual abuse, and we are offering some psychosocial support and also sanitary towels. Ja, das Video zeigt deutlich, wie groß die Nöte der Mädchen in Kenia sind und bringt es ziemlich auf den Punkt. Und übrigens sind diese Probleme nicht nur in Kenia so groß für die Mädchen, sondern natürlich auch in vielen anderen Ländern. Wir haben von Franziska gehört, dass Plan Kenia zusammen mit der Jugendbehörde und mit Plan-Mitarbeitern in den Gemeinden psychosoziale Unterstützung anbietet für diese Jugendlichen, also eben meistens für diese jungen Mädchen, um ihnen dort natürlich auch in irgendeiner Form ein Netzwerk zu bieten, wo sie sich melden können. Auf dem Foto sehen wir jetzt eine Verteilung, wie eben auch eben angesprochen von der Franziska, eine Verteilung dieser Hygienepakete, die Plan Kenia in die Gemeinden gebracht hat. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Kontinent und da würde ich Ihnen ganz gern einen kurzen Überblick geben. Und zwar kommen wir jetzt zu Lateinamerika. In den Staaten Zentral- und Südamerikas sind die Fallzahlen der von Corona infizierten Menschen sehr, sehr unterschiedlich. In Brasilien haben wir, wie wir es alle aus den Medien wissen, eine sehr hohe Zahl von Infizierten. Es sind über 1 Million inzwischen, während in dem Anrainerstaat Paraguay nur ein paar Tausend infiziert sind. Wir haben in allen Ländern Süd- und Zentralamerikas sehr strenge Ausgangsbeschränkungen. Und hinzu kommt, dass vermutet wird, dass bis zum Ende des Jahres alle Staaten in Südamerika die Schulen geschlossen haben werden, was natürlich ein Riesenproblem darstellt für die jungen Mädchen. Denn Kinder in, also jungen Mädchen, als aber auch natürlich den Jugendlichen, weil wir in den Gemeinden oft gar keinen Internetzugang haben und die staatlich finanzierten Online-Lernhilfen, die es durchaus gibt, einfach nicht zugänglich sind für die Jugendlichen bei uns in den Plangemeinden. Auch hier habe ich Ihnen 3 Länder mitgebracht, von denen ich ganz kurz berichte, die sehr unterschiedliche Probleme haben. In Kolumbien zum Beispiel, da haben wir illegale bewaffnete Gruppen, die jetzt die Situation ausnutzen dort. Die Polizei als auch das Militär hat zurzeit durch Corona andere Prioritäten, sodass diese Banden und ja, diese Terrororganisationen letztendlich einfach sehr viel Raum haben, um sich dort breit zu machen und Leute zu erpressen und Raubüberfälle zu machen bzw. auch zu plündern. Dies auch tatsächlich bei individuellen Familien. Plan hat hier Hotlines eingerichtet für diese Gemeinden, um ihnen sie sozusagen darauf vorzubereiten, dass sie Hilfe bekommen können, damit sie das auch melden können, diese Übergriffe. In Ecuador haben wir ein ganz anderes Problem. Dort haben wir einfach einen unglaublichen Anstieg der Lebensmittelpreise zu verzeichnen. Auch übrigens, weil der Ölpreis sehr gefallen ist. Und aufgrund dieser Problematik hat Plan dort 33.000 Ernährungspakete verteilt und Hygienepakete, einfach um den Patenkindfamilien damit wirklich erstmal
über den ersten Schock zu helfen, damit sie sich überhaupt gegen Hunger wehren können und Lebensmittel einkaufen können. In Haiti wiederum fehlt es an sauberem Wasser, was das regelmäßige Händewaschen total erschwert, was wir ja brauchen für Corona oder um sich dagegen zu schützen. Und deshalb hat Plan dort in Haiti Stationen zum Händewaschen eingerichtet. Ja, jetzt haben wir von drei Ländern in Lateinamerika schon was gehört. Jetzt würde ich ganz gerne einen kleinen Sprung machen, und zwar nach Guatemala, immer noch in Lateinamerika. Aber wir haben jetzt hoffentlich eine Leitung über Teams nach Guatemala zu meiner Kollegin Kimberly Perez, die dort im Länderbüro arbeitet in Guatemala und mit der ich auch Anfang des Jahres in Guatemala noch in den Projektgebieten war. Ich hoffe, der Kontakt ist da. Ja, ich sehe, er ist da. Hi, Kimberly. Hi, Jette, how are you? I'm fine, thank you. Hi, Kimberly. It's great that you're there. I will just put the questions in German and then I repeat for you in English. Okay? Okay. Mm-hmm. Okay, ich werde Kim fragen, wie sieht das Leben mit Corona in Guatemala aus? Und wie ist denn in Guatemala die Situation? Kimberly, so how does Corona affect normal life in Guatemala and how's the situation in your country? First, greetings from Guatemala. I hope you are all well. Yes. And the situation in Guatemala now is getting a little bit worse. Cases are increasing, so the main contagion focus is in the city. And in Guatemala City and other three departments. Some doctors have been infected and also have died due to this this emergency. And unfortunately, our health system is not strong. We have mobilizations restriction and the public transportation is not working now. So they have stopped. And it has been very difficult for everybody to get work, and schools are closed. Every Sunday, all the country is locked down, and only works the health system and some delivery services. Mm-hmm. Okay, also Kim sagt, ich fasse das kurz zusammen, dass die Situation in Guatemala sehr, sehr schwer ist. Sie haben vor allem sehr viele Infizierte in der Stadt, also in Guatemala City. Dort sind auch schon einige Ärzte wohl an dem Virus erkrankt, weil sie sich einfach angesteckt haben oder ich glaube, sie hat sogar gesagt, gestorben. Das Problem ist, dass die Infrastruktur in Guatemala zusammengebrochen ist, sagt sie. Das Bussystem hat einfach aufgehört zu existieren. Die Leute haben dort nichts anderes außer der Busse. Es gibt dort keine U-Bahn, so wie wir das kennen. Das heißt, die Menschen vor Ort kommen einfach nicht an ihren Arbeitsplatz und verlieren somit auch ihre Arbeitsstelle. Sie sagt zudem, dass die das Gesundheitssystem sehr, sehr schwach ist. Und sie haben jeden Sonntag auch einen kompletten Lockdown in Guatemala und letztendlich sind nur die Gesundheitsstationen dort auf, um sich die nötigsten Sachen zu holen. Kim, thank you for that. My next question is, in Guatemala we work with communities that live far away from civilization. Apart from Corona, what is the biggest challenge as to education for these girls? Wait a minute, I have to translate to German. Also meine zweite Frage an Kim ist, Plan arbeitet in Guatemala, vor allem in Gemeinden, die sehr, sehr weit sind, also sehr weit ab von der Zivilisation und mit indigenen Völkern. Was ist denn für die Mädchen dort in Bezug auf Bildung die größte Herausforderung, unabhängig von Corona? Okay, we will listen to you. Okay, most indigenous girls in Guatemala live in rural areas, far from towns, and most of them do not have electricity, smartphones, or no imagine computers.
So the biggest challenge is the access to get the tools that the government has created for this time. Things are very different in towns or in the for girls in urban areas. Okay. Also Kim sagt, dass die indigenen Völker, also das sind die Mädchen der indigenen Völker, sehr weit weg sind auf dem Land von der Stadt. Sie haben sehr schweren Zugang zu Bildung, grundsätzlich auch unabhängig von Corona. Und zwar deswegen, weil sie oft in Gemeinden leben, die ohne Strom oder Elektrizität sind. Und manchmal haben die auch gar kein Smartphone und Internet sowieso nicht. Das heißt, sie können oft an den staatlich finanzierten Programmen einfach gar nicht teilnehmen. Da ist ein Riesenunterschied bei den Mädchen in Bezug auf Bildung von denjenigen, die auf dem Land wohnen, zu denjenigen, die in der Stadt sind. Meine nächste Frage an Kim ist, ja, genau, die Schulen sind geschlossen. Welchem Risiko sind denn jetzt die Mädchen dadurch ausgesetzt? Kim, thank you for that. I have the next question for you. The schools are closed, as we just heard. So what is the biggest risk for these girls when the schools are closed? Oh, well, one of the major concerns for Plan International is the violence against women mm-hmm. and girls, rape especially. Currently, an average of 3 women are reported missing each day in the whole country, and it has been analyzed. So due to this, most of the girls have reported that their attacks are from their families. Okay. Ja, also Kim sagt, dass die Mädchen einer hohen Gefahr ausgesetzt sind, sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Auch sie sprach übrigens von Vergewaltigung und sie sagte, ja, jetzt muss ich mal drüber nachdenken, was sie eigentlich noch gesagt hat. Weiß ich gerade nicht, habe ich jetzt gerade vergessen, tut mir leid. Also auf jeden Fall sind diese Mädchen sexueller Gewalt ausgesetzt. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Genau, sie sagte, dass in Guatemala, das ist ja ein sehr kleines Land, jeden Tag 3 Frauen als vermisst gemeldet werden. Und zwar meint man deswegen, weil sie versuchen, vor ihren Tätern zu fliehen, was natürlich bitter ist. Thank you, Kim. I have one more question. No, I have 2 more questions. So have you had any access to sponsor communities yet, and how did you inform them about the risk from the virus? Wait a minute, I have to repeat in German. Meine nächste Frage an Kim ist, hattet ihr Kontakt zu den Gemeinden und wie habt ihr sie auf die Gefahren des Virus aufmerksam gemacht? Okay, you can speak. I listen to you. Okay. Plan Guatemala decided to attend this emergency so quick, and we invested to buy about more than 36,000 hygienic kits for the sponsors' families. So every kit contains antibacterial soap, alcohol, some things to clean the house, and towels. Additional to this, we include information material on how to prevent the spread of COVID-19. And these kits were delivered by our field staff with the support of our community volunteers in every community. I also want to add that the community facilitators keep in touch with the volunteers in communities almost daily. They communicate by phone, so they provide all the information we share with them, and they share with the people who are not able to be informed by TV or radio because they don't have electricity. Oh, okay, that was a long answer. I hope I can remember. Also, das war eine sehr lange Antwort. Ich hoffe, ich kann das jetzt zusammenfassen. Sie sagte, sie haben sehr schnell gehandelt in Guatemala. Sie haben, ich glaube, sie sagte 35.000 Hygienepakete verteilt in den Gemeinden. Und sie hat aufgelistet, was in diesen Hygienepaketen alles drin ist.
Desinfektionsmittel und Handtücher und ich weiß gar nicht mehr, was sie da noch alles aufgelistet hat, was wir auch kennen, um Hygienemaßnahmen einzuhalten. Sie hat aber auch gesagt, dass sie sehr viel Kontakt halten über diese Plan-Gemeindehelfer mit den ehrenamtlichen Gemeindehelfern in den Gemeinden und jeden Tag quasi sich austauschen, nicht nur um Informationen weiterzugeben, wie man sich vor dem Coronavirus schützen kann an die Gemeinden vor Ort, sondern auch um direkt sozusagen über die Nöte und die Sorgen der Gemeindebewohner zu erfahren in den Projektgebieten. Okay, Kim, where are you here? Ich hab noch eine Frage an dich, und zwar: Was ist wohl die größere Angst der Familien vor Ort, den Job zu verlieren oder an Corona zu erkranken? So, Kim, what do you think is the bigger fear for the families, to get the virus or to lose the job? Oh, well, this is very difficult to answer, but unfortunately, the economic situation is one of the most feared for families. They continue working in their lands, but the situation has been affected because most of the families work in farms. They temporarily work in farms, so these farms are closed, and they work in farms in Honduras, coffee farms, and oil farms. So now they are closed, they can work, and the money is few now. So in some areas where we work, most of the families they have this problem now. Mm-hmm. Okay, also Kim sagt, dass die Familien eigentlich mehr Angst davor haben, ihren Job zu verlieren, was sie nämlich auch schon getan haben. Sehr viele Patenkindfamilien sind abhängig davon, dass sie auf großen Farmen arbeiten. Ich glaube, sie meint damit Kaffeefarmen, das habe ich da auch gesehen. Kaffeefarmen und Palmölfarmen, die sind in Guatemala und auch in dem Anrainerstaat Honduras. Die Menschen arbeiten dort immer für einen gewissen Zeitraum, 3 Monate, und dann kommen sie wieder. Das hat alles geschlossen zurzeit. Das heißt, die Familienväter verlieren da ihre Einkommensquelle. Und sie versuchen einfach ein bisschen das, was sie quasi hinter ihrem Haus haben, das zu bestellen, also diese kleinen Landböden, die sie haben, zu bestellen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Kim, last question for you. Anything that inspired you personally during that time now, during COVID-19? Meine letzte Frage an Kim ist, ob sie persönlich etwas inspiriert hat während dieser Corona-Zeit. Okay, I'm listening to you. Okay. So working from home now has given me the opportunity to share more with my family, mm-hmm. and at the same time continue working for families in communities. Yeah. When I see the needs of people, especially in rural areas, it makes me feel that I should keep going, doing all my best. In plan, I feel very happy to work working in an organization that helps others, even in this situation. Okay, well, that sounds nice. I will give it back to German sponsors. Die Kim sagt, dass sie es eigentlich ganz okay fand, dass sie quasi während der Corona-Zeit bei ihrer Familie war und gleichzeitig im Homeoffice für Plan arbeiten konnte. Also sie sich dann nicht teilen musste, sondern beides quasi beides hatte. Aber sie sagt vor allem, dass sie, sie sagt, she will do the best. Also sie möchte alles geben dafür, dass sie weiterhin für Plan arbeiten kann, weil sie merkt, wie viel sie mit dieser Organisation leisten kann, um den Menschen vor Ort wirklich Hilfe zu leisten. Und diese Menschen brauchen noch so viel Hilfe und auch Unterstützung seitens Plan, dass sie einfach glücklich ist, für unsere Organisation zu arbeiten. Das hört sich sehr schön an. Thank you, Kim. Thanks for all these, for all your answers to all my questions. Thank you for sharing time with us. And have a nice day and good luck to you and Guatemala. Thank
Thank you very much. Bye. Have a good day. Bye. Bye, everybody. Goodbye. Ja, wie toll, dass das jetzt geklappt hat mit dieser Verbindung und wir so einen ganz direkten Einblick in eins unserer Projektländer gewinnen konnten. Wir haben jetzt schon viel gehört über die Probleme und Herausforderungen, gerade für Mädchen, und aber auch viel dazu, was wir in den verschiedenen Ländern als Nothilfe leisten. Und wir hatten zu Anfang gesagt, wir möchten Ihre Fragen beantworten, die Sie an uns geschickt haben. Und damit möchte ich jetzt die Fragerunde öffnen und begrüße dazu auch ganz herzlich Frau Maike Röttger, unsere Vorsitzende der Geschäftsführung. Sehr schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Röttger. Hallo, sehr gerne. Vorab aber auch noch mal ein Dankeschön an die Zuschauer, dass Sie uns Ihre Themen und Fragen zugeschickt haben und den Abend somit mitgestaltet haben. Ich werde jetzt mal eine erste sehr interessante Frage zu der Situation der Mädchen vorlesen. Und zwar kommt die von Frau Bauer. Frau Bauer fragt, inwiefern wir von Plan glauben, ob man bei der Bildung für Mädchen wohl nach Corona wieder ganz von vorn beginnen müsse. Frau Röttger, diese Frage würde ich gerne an Sie weitergeben. Können Sie uns da eine Prognose irgendwie geben dazu? Ja, ich glaube, die Prognose sieht nicht gut aus. Also es ist schwer zu sagen, man muss irgendwann wieder von vorne anfangen und ich hoffe, wir müssen das nicht. Aber wir wissen, dass weltweit 743 Millionen Mädchen im Moment nicht zur Schule gehen, also weltweit. Und wir müssen, glaube ich, befürchten, dass vor allen Dingen in den Ländern, in denen wir arbeiten, viele auch nicht wieder zurückkehren werden. Ja. Und das sind vielleicht vor allen Dingen diejenigen, die jetzt schon auf der weiterführenden Schule waren, die gemeinsam mit ihren Eltern daran gearbeitet haben, dass sie wirklich die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Und wir wissen, dass diese Bildung der Schlüssel dafür ist, am Ende nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das Leben der ganzen Gemeinde und der ganzen Gesellschaft zu verbessern. Die gute Nachricht ist, wir sind da. Also wir haben das ja gehört, wie stark wir in den Gemeinden verbunden sind, vor allen Dingen auch mit unseren ehrenamtlichen Helfern, wie wir Zugänge haben, wo andere vielleicht gar keine Zugänge haben, weil wir einfach da sind und auch schon so lange mit den Menschen verbunden sind. Das heißt, wir wissen, was sie brauchen. Und also ich glaube, Sie können alle sicher sein, in dem Moment, wo die Schulen wieder aufmachen, werden wir da gemeinsam da sein und werden die Eltern und natürlich die Familien insgesamt überzeugen, wie wichtig es ist, dass die Mädchen zurückgehen müssen. Ja, da werden sicherlich solche Strukturen wie die vorhin angesprochenen Mädchenclubs, Verbände, Komitees, einfach diese Gemeinschaft auch viel mitbewirken können, ne? Diese Basis, ja, die wir dort gelegt haben. Also das ist ja diese Verbundenheit mit den Gemeinden und es ist einfach so wunderbar zu sehen, wie gerade diese Jugendclubs jetzt auch den Kontakt suchen und sagen, okay, was können wir jetzt tun? Mhm. Wir sind hier, wie können wir aufklären? Wie können wir auch dafür sorgen, dass eben diese Gewalt, die heute so oft angesprochen wurde in den Familien, wie können wir helfen, das zu verhindern? Ja, da zeigt sich der Gedanke Hilfe zur Selbsthilfe ganz deutlich, dass die Menschen aktiv, ja, dabei sind in unserem, ja, Projekt. Ja, absolut. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ich habe eine Frage zu unserer Projektarbeit, die ich direkt an dich, Rüdiger, weitergeben möchte. Und zwar fragt Frau Gumpolzberger danach, gibt es einzelne Länder oder Regionen, wo bestehende Projekte trotz Corona fortgeführt werden können? Ja, ganz klar. Natürlich gibt es in einigen Projektländern oder Projektgebieten im Moment Einschränkungen, aber vielerorts geht unsere Projekt- und Programmarbeit auch weiter, gegebenenfalls natürlich angepasst an die gegebenen Kontakt- und Sicherheitsbeschränkungen zum Schutz unserer Mitarbeiter, aber, ja, auch der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Aktuell, Stand heute, kann man sagen, wir sind in ungefähr einem Viertel der Projektländer wirklich stark eingeschränkt in dem, was wir aktuell tun können, in einem weiteren Drittel mehr oder weniger eingeschränkt. Und natürlich gucken wir auch gerade in diesem Kontext sehr besorgt auf die aktuelle Entwicklung, wo die Neuinfektionen pro Tag deutlich höher sind als im März oder April oder auch noch Mai, wo es bei uns hier sehr spürbar war. Ja. Und wir haben da den allergrößten Respekt vor den Kollegen, die vor Ort wirklich unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen weiter lebensnotwendige Hilfe leisten. Ja, das stimmt. Diese Zusammenarbeit von uns als Organisation hier in Deutschland und all den Kollegen vor Ort, das ist super einfach, wie das funktioniert. Und ohne den Einsatz dort wäre die Hilfe ja gar nicht möglich. Ja.
Und auch nicht ohne die Unterstützung der Patinnen und Paten. Richtig. Ja, danke, Rüdiger. Eine Frage von Frau Schrader hat uns noch erreicht. Und zwar hat sie gefragt, grundsätzlich bin ich an der Rolle der Gemeindehelfer interessiert. Welche Rolle haben die Gemeindehelfer und hat sich diese durch Corona verändert? Jette, du hast ja vorhin mit Kim auch dazu gesprochen. Mhm. Kannst du was dazu sagen? Zu der Rolle der Gemeindehelfer? Zu der Rolle der Gemeinde. Ja, da kann ich was zu sagen, habe ich selbst erlebt ein paar Mal. Die Rolle hat sich durch Corona verändert, war, glaube ich, die Frage. Die Frage war genau. Nein, also aus meiner Sicht hat sich die Rolle gar nicht verändert. Im Gegenteil, wir haben ein wunderbares Netzwerk bei Plan, was sich bewährt. Wir haben verschiedene, oder man muss vielleicht sagen, zwei verschiedene Formen der Gemeindehelfer. Einmal sind es die freiwilligen Gemeindehelfer, die in den Plangemeinden wohnen, die quasi ehrenamtlich für Plan arbeiten und selbst Teil der Bevölkerung sind. Mhm. Damit natürlich ein super Vertrauensverhältnis auch aufgebaut haben zu den anderen Familien. Und wir haben dann auf der anderen Seite die Plan-Gemeindehelfer, die angestellt sind bei Plan, die für Plan arbeiten, auch quasi entlohnt werden vom Plan, die aber wenig nur im Büro sind, sondern einfach 90% ihrer Zeit auch im Field sind, wie wir sagen, also in den Gemeinden sind und dort die Workshops machen und auch die Projekte mittels anderer Leute, die auch im Büro sind, Koordinatoren, wie wir sie nennen, unterstützen und auch leiten. Das heißt, diese zwei Formen der Gemeindehelfer, einmal die Freiwilligen und Ehrenamtlichen und einmal die von Plan Entlohnten, arbeiten miteinander und sind natürlich wunderbar vernetzt mit den Gemeinden dadurch. Mhm. Und wir haben ja vorhin auch gehört, dass ganz viel über Telefon gerade stattfindet jetzt in Corona-Zeiten. Ja. Das heißt, der Austausch ist da nach wie vor gewährleistet. Man kommt nur nicht so gut jetzt in die Gemeinden rein. Also das heißt, im Moment läuft einfach sehr viel auch mobil ab. Aber es ist ja ein großer Glücksfall, dass wir die Gemeindehelfer wirklich vor Ort haben, die in den Gemeinden dort sind, ne? Direkt bei den Menschen jetzt da sind, auch wenn die Planmitarbeiter jetzt aus den Länderbüros nicht direkt in die Gebiete kommen können oftmals. Mhm. Ja, sehr schön, danke dir. Ja, ich habe tatsächlich auch noch eine Frage von Herrn Habenstein und Herrn Burkhardt. Die haben wir schon im Vorhinein erhalten, vielen Dank dafür. Gibt es im Moment die Möglichkeit, Briefe und Geschenke an die Patenkinder zu schicken? Da muss ich mal mit Inga eben in Kontakt gehen. Das können wir, glaube ich, beantworten. Ja, das können wir. Und zwar ist das ja so, dass wir im Moment die Paten schon gerne auffordern möchten oder unbedingt eigentlich auffordern möchten, einen Gruß zu schreiben. Ja. Einfach, weil wir sagen, es ist einfach wichtig, dass der Kontakt da ist. Im Moment ist es natürlich so, dass wir viele Sachen einfach vor Ort gar nicht in die Gemeinden bringen können. Das haben wir ja eben auch schon ein paar Mal gehört, dass die Post, ne, also die Zugangsbeschränkung, die verhindert das im genau. Moment. Wir wollen natürlich auch die Gemeinden versuchen zu schützen vor Ort und einfach den Kontakt minimieren, dass sich das einfach nicht so ausbreitet. Das heißt, die Verteilung der Post ist in vielen Ländern direkt an die Patenkindfamilie im Moment nicht möglich. Aber es ist natürlich sehr schnell veränderbar, wie wir ja auch immer wieder hören in den Medien. Jeden Tag Neuigkeiten. Ja, dass sich das sehr schnell verändert. Das heißt, in einigen Ländern ist die Post sozusagen noch da, in anderen verteilen wir sie dann sozusagen so schnell wie möglich, wenn es dann auf ist oder wenn wir in die Gemeinden können. Aber es wäre natürlich super, wenn die Paten schon schreiben, jetzt so, dass es schon vor Ort liegt und sofort dann verteilt werden kann. Richtig. Übrigens am besten per E-Mail. Ich weiß nicht, ob Sie das Patenportal kennen. Das heißt Mein Plan. Und das geben wir eigentlich allen Paten immer wieder auch mit, auch auf den Planabenden, dass das ein super Portal ist, nicht nur um eine E-Mail zu schreiben an ihr Patenkind, die dann natürlich auch schneller als ein Brief ankommt bei den Familien, sondern dort können sie auch über ihre Länder, die sie interessieren, noch weitere Informationen erhalten. Die werden sehr oft gefüttert, diese Seiten da mit neuem Stoff. Kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, dass Sie sich da einloggen. Auch Videos sind dort zu sehen zum Beispiel. Also es ist sehr, sehr, sehr hilfreich, da mal reinzuschauen.
Ja, das betrifft ja auch irgendwie Besuche vor Ort. Das geht im Moment eben ja auch dadurch nicht. Wir möchten die Familien schützen. Und es betrifft die Informationen, die aktuellen Informationen, auf die Sie vielleicht warten zu Ihrem Patenkind. Sie kennen diese Entwicklungsberichte, die wir regelmäßig schicken. Diese Daten können wir im Moment auch nicht sammeln in der Form, weil wir all unsere Energie wirklich darauf bündeln müssen, dass wir den Familien vor Ort helfen. Nothilfe ist jetzt das, was wichtig ist. Wissen, dass ein Gruß was auch was Schönes ist und sehr motivierend für die Patenkinder. Die brauchen das auch als Stärkung. Aber umso schöner ist es, wenn diese Post schon in den Ländern bereit liegt und dann, sobald wir in die Gemeinden wieder kommen können, ausgeteilt werden können. Also schicken Sie gern über meinen Plan schon mal eine E-Mail und ja, auch die Einzelinformationen würden wir Ihnen dann wieder zukommen lassen, sobald wir gesammelte Infos von unseren Kollegen erhalten können, wenn Sie die Kapazität dafür wieder haben. Wir brauchen da ein bisschen Ihre Unterstützung, indem Sie uns damit Geduld begegnen. Ja, dann hätte ich tatsächlich noch mal eine persönliche Frage an Frau Röttger. Frau Röttger, haben Sie denn im Zusammenhang mit Corona ein Erlebnis gehabt, was Sie besonders berührt hat? Ja, ich glaube, die letzten Monate waren für uns alle in vielen Dingen berührend. Und ich habe viele Stunden in großen Calls verbracht, wo wir zusammengeschaltet waren mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt. Und von Ihnen direkt zu hören, tatsächlich, wie die Situation ist und auch die Erschöpfung in Ihrer Stimme zu hören, ist was anderes, als die Berichte zu lesen. Und ich glaube, wir sind da sehr zusammengewachsen und haben uns da gegenseitig gestützt, weil spannend ist ja auch, dass dies eine globale Krise ist. Also auch wir hatten auf einmal Probleme, die wir vorher nicht kannten. Mhm. Und aber dann doch zusammenzukommen und zu sagen, wir haben dieses eine Ziel, nämlich diese Gemeinden so schnell wie möglich und so langfristig wie möglich zu unterstützen, das war sehr wichtig. Und dabei gab es eine wirklich schöne Begebenheit, weil wir haben ziemlich schnell gehört, als quasi hier wir alle in den Lockdown gegangen sind und die Krise im Aufsteigen war und in anderen Ländern noch nicht angekommen war, da haben die Patenkinder gefragt, wie es ihren Paten geht. Und diese Fragen kamen von unterschiedlichen Seiten, so dass wir uns jetzt zusammengetan haben und auch Patinnen und Paten gefragt haben, ob sie uns kleine Nachrichten geben können, wie es ihnen geht. Und wir haben jetzt ein kleines Papier entwickelt, was wir zurückbringen in die Gemeinden. Mhm. Und das dann doch zu erleben, was für eine tolle Verbindung das ist und wie uns das alle zusammenschweißt, das fand ich eine der sehr positiven Dinge, die uns alle sehr motiviert hat. Allerdings, hört sich, also das ist eine nette Geschichte. Ja. Haben wir noch eine Frage, muss ich jetzt gerade mal schauen, die wir schon von ja, vorher die haben bekommen haben. Ja, fragen sich jetzt ganz viele gerade oder haben uns gefragt direkt, wie sie im Moment dann am besten helfen können. Ja, Interesse stimmt. ist groß daran. Mhm. Haben Sie dann Tipp? Das ist natürlich eine tolle Frage. Und ich muss aber erstmal, glaube ich, beginnen, vor allen Dingen einmal Danke zu sagen. Ich glaube, das sagen wir gleich auch nochmal alle im Chor. danke an alle Sie, die so eng zu uns stehen, nicht zu uns persönlich hier, sondern vor allen Dingen zu den Kindern und Gemeinden, die wir unterstützen. Wir haben eine großartige Unterstützung erfahren von Ihnen. Das sind manchmal nur kleine Nachrichten, die kommen bei uns an, wie macht weiter so, das ist toll und ich freue mich, dass ihr diese ganze Arbeit macht. Aber natürlich hat das auch etwas mit Spenden zu tun. Wir stehen wirklich vor langfristigen Herausforderungen weltweit. Wir haben vorhin angesprochen, müssen wir in Bildung wieder am Anfang ankommen. Ja. Wir sehen Hungerkatastrophen auf uns zukommen, die tatsächlich wahrscheinlich wir in den letzten 50 Jahren nicht gesehen haben. Die Gesundheitssysteme werden in vielen Ländern dieser Erde zusammenbrechen oder haben es schon. Wir können langfristig helfen. Ich glaube, wir haben das heute erlebt, wie tief wir verwurzelt sind, wie global wir arbeiten und wie langfristig wir jetzt auch schon wieder denken in einer Katastrophe. Also und für uns jetzt schon wichtig, okay, wie sieht es in 1, 2, 3 Jahren aus? Dafür freuen wir uns über Spenden, dafür freuen wir uns über mehr Patenschaften.
Und dazu gehört auch, was Sie eben gesagt haben, auch ein kleines bisschen Geduld, nämlich die Geduld, dass jetzt die Kolleginnen und Kollegen vor Ort so beschäftigt sind, die Nothilfe zu leisten, dass die Berichte nicht sofort kommen. Auch da erleben wir ganz viel Verständnis von Ihnen, wofür wir unglaublich dankbar sind. Und wir werden alles tun, Sie weiterhin so großartig informiert zu halten, glaube ich, wie heute Abend. Ja, wunderbar. Ich glaube, das gibt Ihnen allen eine Anregung, wie Sie jetzt aktiv werden können. Patenschaften, Nothilfe unterstützen. Es gibt viele Wege, wie Sie uns helfen können. Und Sie haben gehört, wir brauchen einen langen Atem und weitere Unterstützung. Falls Sie jetzt noch Fragen haben oder sich das alles anschauen möchten, können Sie das gerne auf unserer Internetseite tun, und zwar unter www.plan.de. Ja, herzlichen Dank von meiner Seite. Ja, und auch wir möchten als Runde ganz gerne nochmal im Chor Danke sagen, wie eben schon gesagt. Und das war unser erster digitaler Livestream als Planabend. Und wir hoffen, Sie haben einige Informationen bekommen. Wir hoffen, Sie bleiben gesund und sagen Tschüss aus Hamburg. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.